Liebe Weltwunder, 16 Uhr, Dienstag. Schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich jetzt total, dass der Olaf Schild aus Trossingen, das hört sich sehr im Süden an, gleich live hier bei uns in der Gruppe ist. Er ist Life-Coach, er ist so sympathisch, er hat einen eigenen Podcast, einen wundervollen Podcast hat er. Olaf und wir kennen uns von der Community Christian Bischoff. Ja, ihr wisst, der Christian Bischoff ist mein Favorit, mein Coach, der mich über das letzte Jahr begleitet hat. Und auch das Gleiche ist auch bei dem Olaf. Und wir reden heute über Ernährungskrisen. Ja, alles, was die Ernährung und die Krisen, die wir damit haben, zusammenhängt, und ich hole ihn jetzt mal gleich direkt ins Bild. Ich freue mich sehr. Du hast einen so wunderschönen Podcast. Gerade dein Podcast ist auf Nummer 1, da ist er schon im Hallo. Moment auf iTunes. Ich mache den Satz noch zu Ende, bevor du hier bei uns bist. Dein Podcast Persönliche Krisen meistern ist auf Platz 1 mittlerweile auf iTunes. Ich freue mich darüber total. Ja, verstehe ich auch. Bei der Stimme und bei diesen Menschen und bei diesem wundervollen Mann. Herzlich willkommen, du lieber Olaf. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Manu. Mich freut es, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super, gerne. Und du bist in Trossingen zu Hause, ne? Wo ist denn Trossingen? Nein, ich komme ursprünglich aus Trossingen. Ach so. Ich wohne aber in einem kleinen Teilort von Rottweil. Und Rottweil liegt so zwischen Stuttgart und dem Bodensee. Ah, schön. Ich hoffe, da scheint genauso die Sonne wie hier in Berlin. Ja, heute ein bisschen bewölkt, aber die letzten Tage waren hervorragend sonnig und der Frühling kommt in großen Zügen. Ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Und das bewegt natürlich viele Menschen, sich wieder neu einzustellen auf die Ernährung. Sie machen Ernährungsberatungen, läuft ganz viel. Sie fasten gerade, sie stellen die Ernährung um, sie machen Stoffwechselkuren und so weiter. Und dabei haben sie natürlich auch viele, viele Krisen. Und darum geht es heute. Ich meine, du bist Life-Coach, du berätst ganz viele Menschen in ihren persönlichen Krisen. Alles, was es da so betrifft an Krisen, was wir da so haben können als Menschen. Mhm. Aber Christian, bevor wir da einsteigen... Olaf. Ja, jetzt war ich gerade bei Christian Bischoff. So eine Einleitung. Ja, genau. Stell dich doch einfach mal selbst vor und gleich mit der Frage, wie bist du zu deiner Berufung gekommen, die du jetzt ausübst? Du hast mich ja schon hervorragend vorgestellt. Also wie gesagt, wir kennen uns aus dieser Community von Christian Bischoff, und auch Christian begleitet mich schon seit Jahren, kann man sagen. Also ich habe ja erstmal so ein bisschen seine Bücher, dann seinen Podcast, seine Meisterwerk-Lebens-CD-Box gehört. Und ich komme ganz klassisch aus dem Vertrieb raus und wollte eigentlich immer Richtung Vertriebstraining gehen und hatte dann selber einige Coachings und habe festgestellt, es ist eigentlich nicht das, wofür mein Herz schlägt, sondern ich möchte Menschen helfen, die sehr viele schwierige Situationen durchlebt haben. Und deswegen auch dieses Thema persönliche Krisen meistern. Und ihnen dabei einfach zu helfen, wieder Zuversicht ins Leben zu kriegen und da gestärkt hervorzugehen. Weil jede Krise bietet ja auch die Chance für Wachstum. Und wenn man sich dessen bewusst wird und ist, kann es was ganz Wunderbares sein. Aber in diesem Moment sieht man es ja meistens gar nicht, wenn man da wirklich tief in diesem Loch steckt. Und da will man sich am liebsten vergraben und die Decke über den Kopf ziehen und von der Welt nichts mehr wissen. Und da komme ich dann zum Spiel. Genau. Und deshalb möchtest du jetzt, oder ist das jetzt deine Berufung, so Menschen zu unterstützen, sie in eine Zufriedenheit zu bringen, sie aufzubauen, ins Vertrauen zu bringen, ins Leben? Mhm. Also das ist wirklich jetzt dein Sinn. Das ist mein Sinn, ja. Ja, super. Ja. Ja. Und wir brauchen viel mehr davon, viel, viel mehr Menschen davon, so wie du. Ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Wir kommen jetzt mal zum Essen, weil anhand des Essens, finde ich, kann man auch die anderen schönen Lebensbereiche gut darstellen. Ne? Und gerade beim Essen fällt es uns ja oft schwer, diese Gewohnheiten zu verlassen. Also wirklich eine Ernährungsumstellung zu machen. Ja, fällt vielen schwer. Wirklich dabei zu bleiben, auf Zucker zu verzichten, fällt vielen schwer. Warum ist das so? Warum ist das so, dass wir unsere Gewohnheiten so schlecht verändern können? Was ist da los? Also was Essen angeht, ich muss sagen, ich bin ja selber so ganz gerne so ein weißer Zucker-Junkie, und ich erwische mich dann immer wieder zur Weihnachtszeit, dass ich mir dann die Kekse und was weiß ich alles reinhaue und es dann im Frühjahr bitterlich bereue und dann wieder schaue, dass ich über im Laufe des Jahres meine Form hinkriege. Und
Warum fällt es so schwer? Natürlich ist es, aber da kennst du dich wahrscheinlich besser aus. Meine Vermutung ist einfach, und das habe ich schon immer wieder festgestellt, man kommt in eine gewisse Abhängigkeit rein. Gerade bei so weißen Zuckergeschichten. Und bei mir war es immer so der Fall, wenn ich Stress hatte oder wenn ich Langeweile hatte, zum Beispiel, wenn ich im Auto unterwegs war. Ich war ja ganz, ganz lange im internationalen Vertrieb unterwegs und da legt man natürlich auch sehr viel Strecken im Auto zurück und dann greift man halt gerne in die Gummibärentüte so nebenher, weil einfach das Autofahren so Gewohnheit und dann kommt man da rein und dann gilt es natürlich, diese Gewohnheiten zu durchbrechen. Aber da ist natürlich der erste Punkt, ich muss mir erstmal bewusst werden, dass ich da ein Thema habe, dass ich da vielleicht auch ein Problem habe. Bei mir war es, ich habe 16 Kilo mehr gewogen. Bei mir sieht man es dann immer im Gesicht und ganz klassisch bei Männern so in die Bauchregionen. Und mir war das aber lange Zeit gar nicht bewusst, bis ich mal mit Freunden in so einem Hochseilgarten war. Und dann gab es so eine, weiß nicht, wie man es nennt, so eine Foxline, wo man runter musste. Und dann durfte man sich wiegen. Und ich bin ewig nicht mal auf die Waage gestanden und stand da oben. Und es war, glaube ich, ein Kilo, was gefehlt hätte, dass ich nicht mehr runter durfte. Also ich war weit über 100 Kilo. Mir war das gar nicht bewusst, weil es einfach so in dieser Gewohnheit war. Und naja, über 100 Kilo, das ist ja wahnsinnig, was ich da zugelegt habe. Und dann habe ich am Tag drauf, so man tauscht dann immer diese Bilder aus und da habe ich dann die Bilder gesehen, da ist es mir wirklich erstmal bewusst geworden, wie viele Kilos ich auf den Rippen hatte. Und das war dann für mich so ein ausschlaggebender Moment, okay, du musst jetzt was ändern, wo soll denn das noch hingehen? Ich hatte immer so ein bisschen das Glück, muss ich sagen, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich es auch durch. Und breche dann auch wirklich die Gewohnheiten. Und ich denke, das große Problem ist, bei ganz, ganz vielen, und das erlebe ich ja auch in meiner Arbeit, sie muten sich zu viel zu am Anfang. Das heißt, wenn du da nicht einen starken Willen hast oder so einen stark ausgeprägten Willen hast, dann fangen manche an, mit Ernährung umzustellen, ganz radikal. Dann noch dazu der Sport. Und das machen sie dann vielleicht 2, 3 Wochen und dann fallen sie wieder zurück. Und bei mir war das dann wirklich so, dass ich gesagt habe, ich konnte es wirklich radikal umstellen, aber es war natürlich auch so ein bisschen Entzug. Also ich muss echt sagen, ich hatte so richtig Entzugserscheinungen, weil wenn man dann auf einmal anfängt, auf diese Zuckerprodukte zu verzichten und damals habe ich dann noch auf Koffein verzichtet und Milchprodukte, also alles, was sich irgendwie im Körper umwandelt in Zucker. Ich hatte richtige Entzugserscheinungen mit starken Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, also alles, was so einhergeht. Und aber ich habe gesagt, nee, ich will das jetzt machen. Ich möchte das so nicht weitermachen, weil wo soll das hinführen? Das wird ja nicht besser. Also dieses Bewusstwerden. Also zum einen das Bewusstwerden über Gewohnheiten, sagst du. Und das können wir auf alle Lebensbereiche wieder übertragen. Ne? Welche Gewohnheiten haben wir da so? Also dieses Bewusstwerden, hinzugucken, anzuschauen. Ja. Dann, du hast gesagt, du hast es jetzt radikal gemacht. Ja. Mhm. Was ist die Gefahr, wenn wir es radikal verändern? Also auch im Leben, wenn wir radikal Dinge verändern. Also ich finde, die große Gefahr ist natürlich immer bei ganz, ganz vielen Sachen, egal welcher Bereich das ist, dass wir uns zu viel zumuten und dann einfach nicht die Konsequenz haben, dass wir dranbleiben. Weil wenn ich dann auf einmal anfange, okay, meine Ernährung umzustellen, hat ja der Körper an sich schon mal damit seine Probleme, sage ich jetzt einfach mal. Oder ist ja so eine Umstellungsphase, bis er sich wieder einpendelt aufs normale und aufs gesunde Essen. Und wenn ich dann noch anfange mit dem Sport und dann vielleicht noch was Drittes mit dazu mache, dann mute ich mir wahrscheinlich viel zu viel zu. Und das ist ja echt immer so ein Thema, warum auch viele ihre Ziele nicht erreichen. Es ist ja gut, ein großes Ziel zu haben, aber es muss ja auch realistisch erreichbar sein. Also das heißt, wenn ich mir sage, okay, ich möchte jetzt 12 Kilo abnehmen und das in 3 Wochen, die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffe, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Ernährung sind, ist ja relativ gering. Und dann mache ich das 3 Wochen. Und dann stelle ich fest, okay, ich habe vielleicht jetzt nicht 12 Kilo abgenommen, ich habe vielleicht sogar 2 Kilo zugenommen, weil ich mir Muskelmasse aufgebaut habe, wenn ich wieder mehr Sport mache. Und dann ist die Frustration ja umso größer. Dann denke ich mir, warum schinde ich mich denn eigentlich hier? Ich verzichte auf so viele Sachen und habe noch 2 Kilo zugenommen, also lasse ich es. Was rätst du dann? Was sagst du? Was rätst du deinen Klienten? Also auch wieder aufs Leben übertragen, ne? Entschuldigung, dass ich dich jetzt auch wieder aufs Leben übertragen. Was rätst du den Menschen? Also ich finde es immer ganz wichtig, ein großes Ziel zu haben. Das habe ich ja definitiv auch in meiner Arbeit. Aber halt kleine Etappenziele, dass man da nicht zu viel von sich abverlangt. Dass man vielleicht sagt, okay, im ersten Schritt fange ich an, die Ernährung umzustellen.
Und dann mache ich das mal 2 Wochen, 3 Wochen, dann sieht man ja schon die ersten Effekte. Und dann fange ich vielleicht an mit kleinen Sportübungen. Und nicht gleich, okay, jetzt gehe ich raus und gehe 4 Kilometer laufen. Und ich bin dann nie laufen gegangen. Mhm. Weil da kommen ja die nächsten Effekte. Also wo ich mit dem Joggen anfing, ich habe auch gedacht, okay, 4 Kilometer. Und dann hatte ich keine guten Schuhe. Was war? Ich habe so Probleme gekriegt mit den Knien, dass ich fast nicht mehr laufen konnte. Also mir fielen dann schon die normalen, einfachen Schritte schwer. Klar, diese 106 Kilo, und musst du erstmal mit dir rumschleppen. Auch bei 1,92 Meter ist es einfach so. Ja. Es ist was anderes, ob du 106 Kilo Muskelmasse hast oder 106 Kilo und davon ist der Großteil Fett. Ja. Mhm. Oder ein großer Anteil. Und das ist ja dein Körper gar nicht mal gewohnt. Und dann kommen natürlich immer so die Phasen. Machst du jetzt weiter, machst du nicht weiter. Und ich habe natürlich mir eine Pause gegönnt. Also ich habe dann wirklich dieses Warnsignal vom Körper nicht ignoriert, sondern gesagt, okay, ich darf jetzt erstmal darauf achten, bis meine Knie sich wieder ein bisschen regeneriert haben. Habe aber dann den Antrieb gehabt, okay, ich fange wieder an mit dem Laufen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Habe aber auch die Ziele niedriger gesetzt. Ja. Und ich war dann froh, wenn ich meine 4 Kilometer gelaufen bin. Wenn es aber auch nur 2,5 Kilometer waren, war es mir auch egal. Weil ich gesagt habe, hey, ich habe was getan, ja. Genau, diese Kraft der kleinen Schritte. Ja. Ja, und wir haben jetzt hier wieder Marathon in Berlin. Und da ist es doch egal, im Grunde genommen ja auch hier, ne, in welcher Geschwindigkeit wir das Ziel erreichen, sondern kleine Steps, Stück für Stück. Ja. Mhm. Vielleicht auch erstmal anfangen mit Wasser trinken. Ja, ja. Wasser trinken, ja. Ernährung umstellen. Ich finde ja auch, aus darmtechnischen Gründen finde ich ja auch immer langsam. Ja, also nicht gleich alles radikal zu verändern, sondern in welcher Zeit hast du jetzt abgenommen? In welcher Zeit ist das jetzt passiert? Es waren immer so Etappen, muss ich sagen. Also ich bin dann erst auf unter 100 Kilo, habe das dann ein bisschen gehalten, habe das dann geguckt, dass ich dieses Gewicht gehalten hatte. Das war immer so ein halbes, dreiviertel Jahr und dann war ich knapp unter den 95 und dann habe ich es tatsächlich auch mal geschafft, wieder unter die 80 zu kommen. Und dann hatte ich aber eine Phase, wo es mir gesundheitlich nicht so gut ging. Da habe ich dann auch keinen Sport mehr gemacht und ehrlich gesagt auch nicht auf die Ernährung geachtet. Also ich gebe es zu, ich bin Frustesser. Also wenn ich dann psychischen Stress habe, dann kompensiere ich das ganz gerne über Süßigkeiten und da ging es mir wirklich gesundheitlich nicht so gut. Das ist natürlich das ratsam oder nicht zu sagen, okay, man isst dann Süßigkeiten, aber ich war halt dann im Irrglauben. Ich war da bei 88 Kilo, 87 Kilo, also es war echt toll. Also das hatte ich jahrelang nicht mehr. Ja, okay, hast ja Puffer, aber es ist halt, weißer Zucker setzt sich bei mir, so wie ich ihn esse, so setzt er sich bei mir auf die Hüften. Mhm. Und bin dann natürlich wieder hochgekommen und jetzt pendel ich immer so zwischen, sag ich jetzt mal, 90, 96 Kilo. Je nachdem, wie viel Sport ich mache. Und ich weiß jetzt natürlich, was bei mir funktioniert. Das ist das Schöne. Das ist wirklich mittlerweile Süßigkeitenverzicht, aber nicht die ganze Woche. Ich möchte auch nicht diesen Effekt haben, was ja viele sagen, okay, wenn man sich zu sehr geißelt, dann kommt irgendwann so dieser Punkt, wo man dann sagt, jetzt haue ich mir die Unmengen rein. Also ich gönne mir am Wochenende einfach mal ein paar Sachen. Das aber auch mit Bedacht. Also auch nicht mit Unverstand. Und also ich bin da wesentlich bewusster geworden, ja, und seitdem funktioniert das auch gut. Also ich halte mein Gewicht ganz gut und ich glaube, die Bewusstheit, auch eine gute Grundfitness. Ja, die Bewusstheit ist schon ein großer Schlüssel, ne? Also sich das Ganze bewusst zu machen, auch wirklich diese innere Haltung zu haben. Ich will gesund sein, ne? Ich will also wirklich dieses Ziel zu haben, gesund und vital zu sein und sich das Ziel zu setzen. Ja, große Ziele, kleine Steps, das hatten wir jetzt. So, jetzt kommt ja auch immer wieder ganz klassisch. Ich meine, ich habe hier die Praxis, ich sehe die Menschen. Ja. Das schwankt immer. Ne? Erst haben sie 10 Kilo drauf, dann haben sie wieder 10 Kilo runter und so weiter. Das kommt. Sie rutschen in ihre alten Gewohnheiten zurück, wollen aber trotzdem. Dann kommt dieser Frust, dann kommt diese Krise. Und dann sagen sie, Und dann, was ich ganz oft höre, diese Sätze, und das ist vielleicht auch gerade für dich, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, für die Zuschauer, ich schaffe es einfach nicht abzunehmen. Ja, also diese Dinge oder ich traue mich einfach nicht zu fasten. Ja, höre ich immer wieder den Satz oder ach, das funktioniert bei mir eh nicht. Ja? Oder was auch spannend ist, wenn Menschen eine Erkrankung haben im Darm zum Beispiel oder andere Erkrankungen, sie reagieren auf viele Lebensmittel. Da machen sie erstmal eine Nahrungsmittelkarenz, eine gewisse Zeit, wir bauen Darm auf und so weiter. Und dann dürfen sie ja irgendwann wieder probieren, diese Lebensmittel zu essen.
Und das trauen sie sich nicht. Ja? Okay. Also da ist auch ganz viel Angst dabei. Und da sehe ich einfach die Glaubenssätze, die in uns stecken. Ja. Kannst du vielleicht zum Thema Glaubenssätze was sagen? Glaubenssätze, es gibt ja auch positive. Also es sind ja nicht nur negative Glaubenssätze. Aber das Thema ist halt, diese negativen Glaubenssätze sind ja wirklich das, was uns abhält, davon zu wachsen, uns zu verändern. Und wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich schaffe es nicht abzunehmen, wie soll das funktionieren? Wir sind einfach die Macht unserer Gedanken. Also das, was wir in den Gedanken haben, das wird halt auch Realität. Das heißt, wenn ich natürlich schon mal diesen Glauben habe, dass ich es nicht schaffe, wie soll das funktionieren? Und das ist gerade egal, ich denke, das kann man auf jeden Lebensbereich übertragen. Das merke ich ja auch bei mir immer, wenn Leute zu mir kommen in diese Erstgespräche. Und wenn die diese Bereitschaft nicht haben, sich wirklich zu verändern, dann gehen sie nach diesem Gespräch raus und denken, ja, es ist alles super, aber es ist ja wie mit allem. Diese Päckchen tragen wir, ich sage immer, in so einen imaginären Rucksack mit uns rum. Und die werden ja nicht weniger, die werden mehr und die sind einfach da. Und mal sind sie stärker da, mal sind sie weniger da. Und wenn wir uns diesen Päckchen nicht stellen, also diesen negativen Glaubenssätzen, die uns einfach von allem abhalten, dann kommen die irgendwann wieder in irgendeiner Situation hoch, sei es jetzt beim Abnehmen, ich kann nicht abnehmen, zum Beispiel. Zu mir hat mal ein Fitnesstrainer gesagt, das fand ich auch ganz spannend, sagte, Olaf, du bist da kein Typ für einen Waschbrettbauch. Ah, schön, drin. Mhm. Ja, und ich habe dann mal so ein Programm gemacht, von einem ganz berühmten TV-Moderator und es war sehr hart, aber ich war haarscharf am Waschbrettbauch drin. Ah. Und dann dachte ich mir, Respekt, also auch ich bin der Typ für den Waschbrettbauch, wenn ich es tatsächlich konsequent durchziehe. Und das war dann wiederum ab einem gewissen Punkt so extrem, dass halt dann der Körper zeigt einem einfach, oh, die Grenzen ist ja auch nicht mal 20 und dann zeigen sich die Gelenke und man übertreibt es dann. Also ich bin dann immer so, okay, dann nicht dreimal die Woche Sport, dann fünfmal die Woche Sport oder dann am Schluss siebenmal die Woche Sport. Und man braucht einfach auch seine Regenerationsphasen. Und das ist ja wie mit allem. Das ist, wenn ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige und das von Montag bis Freitag und mein Kopf vollballer, dann sagt irgendwann mein Kopf auch mal, es ist Overload, ja. Oder wenn wir ständig irgendwelche Podcasts, Videos und reinziehen. Wir sind ja auch nur begrenzt aufnahmefähig und wir brauchen einfach in jedem Bereich unsere Regenerationsphasen, unsere Schlafphasen. Und ganz, ganz wichtig dafür. Und dann kommt natürlich auch dieser Punkt, wenn man sich dann so zuballert, wenn man dann entsprechend das Mindset hat, egal in welchem Bereich, dass diese Frustration wieder hochkommt. Weil dann ist ja genau dieser Effekt, ich schaffe es nicht abzunehmen. Dann kommt das natürlich wieder verstärkt hinzu. Ja. Wie arbeitest du denn, wie können wir Glaubenssätze verändern? Also einfach nur erzählen, uns die nur erzählen? Oder wie können wir das schaffen, wirklich daran zu arbeiten? An diesen Glaubenssätzen. Also ich finde immer, es ist ja ein Punkt, wir haben den ja irgendwo her. Ja. Diesen Glaubenssatz. Ja. Sei es durch die Eltern. Eltern bringen uns ja ganz, ganz viel mit auf dem Weg und das gar nicht mal böse gemeint, das ist einfach so, wie sie geprägt worden sind. Und, oder bei mir jetzt zum Beispiel dieser Fitnesstrainer, wo zu mir gesagt hat, Olaf, du bist kein Typ für einen Waschbrettbauch. Das speichert sich natürlich ein. Und das hilft natürlich zum einen mal nachzugehen, okay, von wem ist denn dieser Glaubenssatz? Habe ich mir den selber eingeredet über die Jahre? Oder habe ich den tatsächlich von einer anderen Person gekriegt? Dann kann man, eine einfache Übung ist immer zu sagen, okay, wir treten um und indem man einfach sagt, ja, ich schaffe schlank zu sein. Also bewusst oder ich bin schlank. Ganz wichtig ist mal diese positive Formulierung, auch in der Gegenwart. Und nicht zu sagen, okay, ich schaffe es abzunehmen, sondern ich bin einfach schlank, einfach schon diesen Zustand, den man erreichen möchte, sich verinnerlicht, verfestigt und das kann dann sehr viel helfen. Und, aber diese Bewusstmachung und diese herauszufinden, das ist nicht immer ganz einfach. Und ob man das unbedingt ohne Coach oder ohne Trainer schafft, ist die andere Frage. Ja. Weil oftmals schlummern die ja tief in uns und werden von Generation zu Generation weitergegeben und stecken einfach in uns drin. Ja, ja, dafür gibt es ja so Menschen wie dich, ja, zum Beispiel, die uns dabei auch unterstützen. Und ich weiß ja, wie anstrengend auch der Weg sein kann, wirklich diese hartnäckigen, tiefsitzenden Glaubenssätze, die noch gar nicht bewusst sind, einfach weil die laufen teilweise so automatisch ab, zu verändern. Ja? Und gerade
weißt du, ich möchte genauso wie du Menschen helfen, Menschen unterstützen, mhm. dass sie in ihre Kraft kommen. Und mhm. ich möchte ihnen Tools mit an die Hand geben. Und deshalb ist es gerade so schön, dass ich dich jetzt dort habe. Mhm. Ja, oder ich sage auch, geh mal auf ein Persönlichkeitsentwicklungsseminar, ja. mach das. Ja, fordere dich mal heraus, geh in deine mhm. Angst rein, weil auch da, ne, Angst, ein großes Thema. Angst mhm. zu verändern, Angstgewicht abzulegen. Mhm. Ne, das ist ja auch was. Warum haben wir denn teilweise 10, 20 Kilo Übergewicht? Mhm. Warum kommt denn dieses Übergewicht wieder? Was steckt denn dahinter? Mhm. Warum habe ich Angst vorm Loslassen? Mhm. Fällt dir dazu noch was ein? Ja, es ist natürlich, mit jeder Veränderung verlassen wir unsere Komfortzone. Und unsere Komfortzone gibt uns einfach so ein Gefühl der Sicherheit. Und diese Sicherheit ist ja meistens nur scheinbar da. Und Und sobald wir in diese Komfortzone rausgehen, das ist so wie so ein Sicherheitsgurt, den wir ablegen, oder so ein Sicherheitsnetz, was auf einmal nicht mehr da ist. Und das ist eine neue Umgebung, eine neue Lebenssituation. Und mit der dürfen wir erstmal wachsen und mit der dürfen wir erstmal klarkommen. Mhm. Aber wenn wir natürlich damit klarkommen und in dieser Komfortzone wachsen, erweitern wir diese ja natürlich auch. Das ist ja dann wieder dieser Punkt. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir schaffen es wirklich konstant, unser Gewicht zu halten oder abzunehmen, wenn wir gerade bei dem Thema bleiben, mhm, dann erweitern wir ja unsere Komfortzone in diesem Bereich. Also das heißt, wir haben uns unsere Angst gestellt und haben sie um diesen Bereich erweitert. Also ich bin zum Beispiel leidenschaftlicher Wellenreiter. Mhm. Aber ich muss dir sagen, ich habe Respekt. Ich habe nicht sogar Angst vor dem Meer. Also es ist, ich stelle mich jedes Mal, wenn ich rausgehe, stelle ich mich meinen Ängsten. Toll. Und, aber wenn ich draußen bin, vor allem dann im Line-Up sitze, es gibt nichts Schöneres. Und wenn ich dann tatsächlich auch mal schaffe, ich bin ganz, ganz schlecht. Also ich habe erst, bin jetzt 43 oder ich weiß jetzt 43, ich habe erst vor 6 Jahren damit angefangen und ich bin echt hundsmiserabel, aber es macht mir so viel Freude. Und wenn ich es dann tatsächlich auch schaffe, eine Welle zu reiten, das, dieses Glücksgefühl ist so überragend und das kann man ja wirklich auch in diesen Bereichen tragen, wenn wir unsere Ängsten, wenn wir uns unseren Ängsten stellen, und es wirklich schaffen, diese zu besiegen, dieses Gefühl danach, ist einfach irre. Und das lohnt sich jederzeit. Gibt es irgendwas zu verlieren? Nein, es kommt natürlich auch mal drauf an. Jetzt sagen wir mal, Wellenreiten ist ja schon auch ein Extremsport. Okay. Ja. Gut, in dem Fall schon. Es kommt ja echt immer drauf an. Also man darf da auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich stelle mich jetzt meinen Ängsten, ich habe Angst vor dem Fallschirmspringen, ich springe jetzt ohne Guide raus. Das ist halt auch ein bisschen fahrlässig. Auf jeden Fall. Also da darf man natürlich schon auch ein bisschen noch den gesunden Menschenverstand walten lassen und sich nicht jeder Situation stellen. Aber verlieren können wir letzten Endes nicht. Wir wachsen ja damit. Mhm. Genau. Und wenn wir auch nur damit feststellen, okay, es ist einfach vielleicht nicht das, was ich mir immer drunter vorgestellt habe und es macht mich auch nicht unbedingt glücklich. Es sind ja ganz, ganz viele Faktoren, wo da immer mit reinspielen. Aber letzten Endes wachsen wir nur, wenn wir uns unseren Ängsten stellen. Ne? Da haben wir unser größtes Wachstumspotenzial in unseren Ängsten. Das ist einfach so, ja. Ja, ich weiß. Ich erkenne das auch. Ne? Ich erkenne das auch genauso bei Menschen. Ich denke, oh, da haben sie wortwörtlich wirklich Schiss. Das kann ich ja hier sagen. In der Praxis ist das auch. Ich beschäftige mich ja damit. Also wirklich diese Angst davor, oh, ich kann mich egal welchen Bereich, und ich erkenne das und ich würde so gerne etwas mitgeben. So einen kleinen Schritt, es kribbelt bei denen im Bauch oder einige gucken einen schon so erschrocken an, ja, oh Gott, nee, das kann ich nicht. Ne? Mhm. Also wie ist dann so der erste Schritt? Kann das ein Buch sein oder wo? Nee, sie müssen in die Aktion. Ohne die Aktion funktioniert nichts. Es gibt ja so einen schönen Spruch, machen ist viel krasser wie wollen. Und es ist einfach so, ich kann viel wollen und ich ändere trotzdem nichts an meiner Situation. Und wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, irgendwas zu verändern, also diese Bereitschaft muss ja erstmal von der Person auszugehen. Mhm. Und wir und auch du, das ist ja bei dir auch nicht anders, du hast die ganzen Tools an der Hand, um deinen Menschen zu helfen. Aber wenn die Bereitschaft von der Person nicht selber ausgeht, wirklich was zu ändern, an ihrer Situation zu ändern, haben wir eine relativ schwierige Chance, da wirklich was zu bewegen. Wir können denen natürlich den Idealzustand schildern und denen das zeigen, okay, was ist denn möglich und wie kann sich sein Leben positiv verändern? Zum Beispiel, du warst ja auch beim Christian, bei mir, ich war ja auch beim Christian und interessanterweise so diese Seminarreise beim Christian begann bei mir vor 2 Jahren.
Und ich war bei Kunst ein Ding zu machen, das war am 1. April sogar. Also man kann wirklich sagen, das ist fast genau 2 Jahre her. Und es gab so eine Übung, wo man so negative Glaubenssätze ins Ohr geflüstert gekriegt hat. Und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil ich genau, das waren meine inneren Stimmen, die ich immer und immer wieder hatte. Sie waren mir aber nie richtig bewusst. Und das ist mir so bewusst geworden. Und ich bin in der Pause hin und habe gesagt, so, ich gehe weiter. Ich habe da eine riesen Baustelle und ich darf daran arbeiten. Das wäre mir wahrscheinlich ohne diese Übung gar nicht bewusst geworden. Aber ich hatte dann diese Bereitschaft zum Verändern. Ne? Und von da an... Ja, zack. Super. Und dafür brauchen wir einfach oft auch jemanden von außen. Und ich sehe das auch, wenn der Entschluss nicht da ist, also diese tiefe Entschlossenheit, ich will mein Leben rocken. Ja? Und jetzt gehen wir mal in andere Lebensbereiche, ja, auch ich will meine familiäre Situation verändern, ich will meine Privatsituation verändern, ich will meine Berufssituation verändern, meine Geldsituation verändern. Also ich habe den tiefen Entschluss, so geht es nicht weiter. Ich kenne das Bekannte habe ich jetzt 20, 30, 40 Jahre gehabt. Ich weiß, wie ich mich darin tummel, die Komfortzone, also und auch aufs Gewicht wieder. Ich weiß, wie sich das anfühlt, mich so und so zu fühlen oder mit diesem Gewicht rumzulaufen. Ich kenne das alles. Ich entschließe mich zutiefst, etwas zu verändern. Und ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Und auch dann, habe ich auch eine gute Basis, zu arbeiten. Und deshalb frage ich auch immer, wenn die Menschen hier sind, was ist dein Ziel? Ja, wenn ich dann merke, ich bin ein Alibi oder sie können hier irgendwie was abladen. Und oder ich soll denen helfen, den Menschen. Also einfach nur, ach, hier hast du mein Paket und jetzt mach mal, das funktioniert so nicht. Ne? Nein, das funktioniert nie. Die Bereitschaft muss ja wirklich von einem selber ausgehen. Und das hört man ja auch immer ganz gerne, wenn Leute aus Seminaren gehen, sagen, das Seminar hat mir nichts gebracht. Ja. Und warum? Weil sie erwarten, okay, es geht danach weiter. Aber dieses Weitergehen, das ist ja richtig, das geht ja auch danach weiter. Aber dafür muss ich selber sorgen und ich muss diesen Weg alleine weitergehen. Und ich kriege ja auch meistens Tools an die Hand in so einem Seminar, wie ich danach in die Umsetzung komme, wie ich die Sachen umsetze. Oder ich kriege es ja schon während des Seminars mit, gewisse Übungen. Aber wenn ich das dann einfach nicht umsetze, dann hilft mir natürlich ein Seminar nicht. Und genauso ist es mit Coaching, genauso ist es mit dir, mit deiner Arbeit. Wenn ich kann noch so einen guten Therapeuten, Trainer, Coach an der Seite haben, aber wenn ich nicht selber bereit bin, dafür meinen Arsch aufzureißen, auf gut Deutsch gesprochen, wenn ich nicht wirklich bereit bin, diesen Weg selber auch zu gehen, dann bringt mir das beste Seminar, der beste Coach, der beste Trainer auf der Welt, bringt mir einfach nichts. Und diese Bereitschaft muss da sein. Und was ich ja auch immer wieder erlebe, das sind ja Themen, die beschäftigen, gerade bei mir in meinem Bereich, zum Beispiel Partnerschaft. Es kommen Leute zu mir. Es sind immer wieder die gleichen Muster, wo sie sich wiederholen. Das wissen sie auch in diesem Gespräch. Und dann lernen sie einen Tag drauf, lernen sie jemanden kennen. Es ist alles gut, weil alles auf einmal wieder diese rosa Blümchen sind. Aber dass dieses Thema noch gar nicht abgearbeitet ist und dass sie sich genau in die gleiche Abhängigkeit wieder begeben, wie sie es bei den Beziehungen davor gemacht haben, das sehen sie in diesem Moment gar nicht. Weil, ich habe ja wieder einen tollen Partner und jetzt ist wieder meine Welt, ist super. Aber dass dieses Päckchen immer noch da hinten auf dem Rücken geschnallt ist oder irgendwo anders ist, ist genau das Gleiche. Ja. Ne? Oder wenn sie von einer Sucht in die andere gehen, also auch da wieder die Abhängigkeiten, erst süß, dann fangen sie an, radikal Sport zu machen oder so. Ne? Oder nur noch Smoothie trinken, also nur noch und gar nichts, also dieses Radikale. Ne? Sag mal, hältst du auch Seminare? Machst du Seminare? Es wird demnächst ein Seminar geben. Termin steht noch nicht ganz fest. Es wird wahrscheinlich im Juni sein. Das erste wird im Raum Stuttgart sein. Und also gerade auch Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und am besten meinen Podcast verfolgen. Da wird es dann angekündigt. Oder einfach mich bei Facebook, Instagram, wo ich mich halt dabei rumtummel, verfolgen. Also es wird definitiv dieses Jahr mehrere Seminare geben. Und weil ich da einfach auch, ich arbeite gerne mit Menschen 1:1, also auch live zusammen. Ich mache ganz viel Online-Coachings auch. Aber so ich finde diese Energie auf dem Seminar ist halt einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Total. Ich möchte nochmal was fragen zum Rückfall. Also gerade wenn wir immer wieder diese Krisen haben, diese Hartnäckigkeit, diese Rückschläge einfach, ne, dieses, es funktioniert einfach nicht, ja, oder ich habe es jetzt zum 10. Mal abgenommen und jetzt
ich gebe es auf. Also wirklich dieses, ich gebe es auf. Oder ich komme einfach nicht aus meinem finanziellen Desaster raus. Ja, es geht immer wieder hoch und dann geht es wieder runter. Oder in einer Partnerschaft, das fruchtet einfach nicht. Also diese wirklichen Krisen, die wir dann so haben, diese Unzufriedenheit, die wir haben. Was rätst du deinen Klienten im Coaching, wenn wir so am Boden sind? Wie kommen wir wieder hoch? Also zum einen ist es natürlich, sich nicht zu sehr in der Vergangenheit festzuhalten. Sehr gut. Weil wenn wir in der Vergangenheit leben, kommen wir nicht wirklich in die Zukunft. Man darf die natürlich auch mal ein bisschen reflektieren. Ich hatte selber zum Beispiel mal so eine Situation, wo eine Beziehung nach der anderen gescheitert ist. Und dann kam ein sehr guter Freund zu mir und sagte, wieso hast du ja immer die gleichen Frauen? Und dann sage ich zu ihm, wieso? Vielleicht die letzte war blond, die war braunhaarig. Und dann sagt er, nicht vom Typ her, sondern von der Art her. Und das hat halt einfach nicht mit mir und meiner Art harmoniert. Und dann habe ich mal das Ganze reflektiert und festgestellt, ja, er hatte recht, es waren immer die gleichen Charaktereigenschaften. Und wir waren so grundverschieden, das war im Nachhinein betrachtet wirklich, der Konflikt war vorprogrammiert. Sowas darf man natürlich schon mal machen. Sich wirklich sachlich reflektieren. Warum komme ich denn immer und immer wieder in die gleiche Situation? Aber ich denke, wichtig ist dabei, sich nicht zu merken, okay, oder zu versuchen, die Vergangenheit zu ändern, sondern sagen, okay, was kann ich denn verlernt rausziehen und was kann ich in der Zukunft besser machen? Und das ist ja der Schlüssel, dass ich einfach sage, okay, was mache ich jetzt und in Zukunft besser, um meine Gegenwart und meine zukünftige Situation zu verändern. Und die Vergangenheit, die können wir nicht mehr ändern. Wir können sie nur akzeptieren und als Teil unseres Sinn. Und wir sind ja auch genau so, wie wir sind, aufgrund unserer Vergangenheit. Und das darf man auch mal akzeptieren und einfach auch vielleicht mal dankbar dafür sein. Also ich bin für jede Krise wirklich dankbar, weil die mich wirklich sehr stark verändert hat und auch zu den Menschen gemacht hat, wo ich bin. Und ich wäre heute nicht an diesem Punkt, würde heute nicht Menschen helfen. Ich hätte heute keinen Podcast, wenn ich nicht meine Krisen durchlebt hätte. Was hast du denn so Krisen? Was waren denn das für Krisen? Ich hatte alles von Beziehungskrisen. Wenn über wir so unter uns sind. Ja, wenn wir so unter uns sind. Ganz Facebook schaut zu. So im intimen Rahmen. ich hatte von Beziehungskrisen, wie gesagt, bei mir haben sich immer wieder Beziehungsmuster wiederholt. Wobei ich finde, das ist auch echt immer so ein Thema der Selbstliebe. Ich habe mich nicht selbst geliebt. Und wenn man sich wirklich selbst liebt und sich selbst der wichtigste Mensch ist, dann legt man auch nicht mehr so Gewicht auf den Partner. Und ich habe mich da immer sehr stark abhängig gemacht von der Partnerin und mein Glück immer im Außen gesucht, in ganz, ganz vielen Bereichen, weil ich es einfach nicht bei mir gefunden hatte. Und dann hatte ich wirklich eine sehr starke finanzielle Krise mal. Ich war schon mal selbstständig vor, was ist jetzt, 9 Jahre her, also so richtig mit Insolvenz zu der Wirtschaftskrise. Das war natürlich für mich die größte. Kurz darauf wurde noch Krebs bei meinem Vater diagnostiziert und meine damalige Partnerin hat mich verlassen. Also viel gefühlt die ganze Welt zusammen. Und aber auch alles hatte sein Gutes. Also ich wusste, warum die Partnerin mit mir zusammen war. Das war definitiv nicht ich. Das war ja der finanzielle Hintergrund. Diese Krankheit, wo mein Vater hatte, hat mich und mein Vater sehr stark zusammengebracht. Also wir haben wahrscheinlich die intensivste Zeit gehabt, die wir je hatten. Mein Vater war immer ein sehr, sehr kühler Mensch und dadurch ist er sehr, sehr weich geworden, was wirklich eine ganz tolle Seite war, wo man da entdecken durfte. Und er hat sich da sehr, sehr geöffnet. Finanziell geht es mir heute besser, wie es mir da je ging. Also auch da konnte ich mich neu orientieren. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und gesundheitlich, super. Burnouts und solche Geschichten. Ja. Das ganze Programm. Was halt so dazu gehört. Ja, das ist so schön, weil man darüber lachen kann. Ich habe da immer ganz gerne geschrieben, hier, gib her. Ich nehm's. Ja, und du kannst natürlich aus einem riesen Portfolio, du kannst natürlich schöpfen daraus und andere Menschen natürlich auch ermutigen. Und wie großartig, weil du es durchlebt hast, weil du es gefühlt hast, weil du ganz unten dich wieder nach oben berappelt hast, weil du zu dir selbst gekommen bist, dich mehr liebst, Vertrauen hast ins Leben. Und ich finde es wundervoll, ja, einfach weil du es vorgelebt hast, durchlebt hast. Und damit bist du natürlich auch ein großes Geschenk für die Welt. Dankeschön. Und ja, absolut, total. Und das freut mich riesig, dass ich mit dir hier im Gespräch bin und war. Und ich hoffe, wir konnten euch so ein paar Anreize geben. Ihr lieben Weltwunder,
Und zum Abschluss wollte ich dich nochmal fragen, hast du irgendwelche Rituale, die du so machst für dich? Schreibst du dir was auf oder liest du oder hast du irgendwas, so eine Morgenroutine, Abendroutine, irgendetwas, was dich motiviert oder Mantren oder so? Machst du sowas? Ich habe immer mal wieder Mantren, die ändern sich auch ein bisschen mit der Okay. Situation. Die sage ich mir natürlich dann mehrmals täglich. Und ich habe so was wie ein Dankbarkeitsbuch. Also ich finde, Dankbarkeit ist wirklich der Schlüssel. Und es sind nicht immer die großen Dinge, es sind wirklich die kleinen Sachen, die einem so viel Freude bereiten. Wenn die Sonne scheint, wenn man ein leckeres Eis isst, einfach gesund aufstehen darf. Das ist schon mal immer so ein Riesenpunkt. Ich finde, die Gesundheit wird viel zu sehr selbstverständlich genommen, bis man mal selber an den Punkt kommt. Ich bin mal aufgestanden, habe eine Gesichtslähmung gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, so selbstverständlich ist das eigentlich gar nicht. Und diesen Sachen bewusst werden, also es sind wirklich oftmals die kleinen Sachen, die sehr, sehr Großes bewirken. Morgenritual habe ich zurzeit nicht und ich weiß nicht, ob man es Ja. unbedingt braucht. Ich war Also, neugierig jetzt gerade. Dankbarkeitsbuch finde ich super. Ganz toll. Einfach drauf einschreiben, jeden Tag, wofür man so dankbar ist. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut. Ja, also ich Und schreibe es auch nicht jeden Tag rein, gebe ich ganz ehrlich zu. Ach, du bist so Aber ich, authentisch. Toll. ich meine, ich hab es neben mir liegen und ich bin mir aber jeden Abend, also wenn ich schon im Bett liege, mache ich mir mal Gedanken, was war heute toll und gehe in Gedanken auch mal da rein, in dieses Gefühl, wofür ich einfach dankbar bin. Und vielleicht ist das schon die Stufe 2 des Dankbarkeitsbuches, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich möchte das jetzt nicht höher stellen, niedriger stellen, aber ich mache mir das schon immer jeden Tag bewusst, wofür ich eigentlich dankbar bin. Ne? Sehr gut. Ja. Ich Ich danke bin auf jeden Fall dir. sehr dankbar für dieses tolle Interview und für diese Ja, da. Möglichkeit, bei dir zu sein. Super. Ich freue mich total, dass du da bist und wir haben gleiches Gedankengut und ich unterstütze das auch gerne und teile auch gerne. Deshalb freut mich, dass wir heute darüber gesprochen haben, über Durchhaltevermögen, über so ein bisschen Ängste haben wir angerissen, Komfortzone haben wir angerissen heute, Gewohnheiten zu verändern haben wir angerissen, wie wir mit Krisen umgehen haben wir angerissen. Also, dass wir so einen kleinen Einblick mal geschaffen haben, also gerade was das Thema Ernährung und Ernährungsumstellung betrifft, aber natürlich auch die anderen Lebensbereiche. Und wer dich gerne buchen möchte, kann das tun. Ich verlinke das auch mal auf deiner Website steht alles. Vor allen Genau. Dingen, ihr Lieben, hört den Podcast an. Sehr schön. Wenn ihr jetzt die Augen Ja. einfach mal zugemacht habt, er hatte wirklich eine ganz angenehme Stimme, der Ulla. Vielen Dank. Also auch da könnt ihr gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich bald. Kommst du, kommst ein Ding zu machen? Bist du dabei irgendwie in Leipzig? In Halle, meinst du Leipzig, Halle? Ja. Ja. Bin ich noch am Grübeln, weil ich war dieses Jahr schon mal, ich will eventuell nach Kempten gehen mit einem sehr guten Freund, der mich zum Christian gebracht hat. Und Alles der war aber klar. noch nie bei die Kunst, ein Ding zu machen und es wird mal Zeit, dass der mal hingeht. Also definitiv. Und ich habe noch ein paar Tickets und die möchte ich mit ihm da ein bisschen verbraten. Ach Und so. Okay. aber Halle bin ich echt am Grübeln, weil ich war ja beim Train the Trainer von Christian und wir haben da ein bisschen so ein Come Together. Und, aber ich darf auch mal schauen, wie gesagt, ich möchte jetzt meine eigenen Seminare rausbringen. Man darf vor lauter Seminare gehen, auch um nicht sein eigenes Business Auf gar vernachlässigen. keinen Fall. Nö. Und das steht auf jeden Fall. Entrepreneur University bin ich, wer mich sehen möchte, treffen möchte. In Wiesbaden jetzt Ende Super. April. Ja. Wir kriegen das auf jeden Ulla. Fall mal hin. Ja, toll, toll, toll. Also wir Ja. sehen uns auf jeden Fall. Ja, Wo auch genau. immer die Verbindung Ja. steht. Ich Ja. bedanke mich. Ich wünsche dir einen super Tag und Dankeschön. viel Ebenso. Und allen Erfolg in der Zuhörern. Restwoche. Danke. Wünsche ich euch allen auch. Ja. Und ihr Lieben, macht's hübsch. Ja. Alles Liebe auch für euch. Und Olaf, dicken Kuss, eine Umarmung zu dir in den Vielen Dank. Süden. Zurück. Bis dann. Dankeschön. Ciao. Danke. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ciao, Manu. Ciao. Gerne. Ciao.